Gibt es ein Leben nach der Geburt? Ein ungeborenes Zwillingsbärchen unterhält sich im Bauch ihrer Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Tja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der eine Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der eine. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? Naja, so ganz genau weiß ich das ja auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Tja, und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur ja viel zu kurz. Ja doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum. Naja, ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall, um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir ja gar nicht sein. Boah, so ein Quatsch. Von einer Mutter habe ich ja noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Oh doch. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Geschichte nach Henry Nieuwen.